Sich selbst etwas zu gönnen, kann dir kurzfristig ein gutes Gefühl geben. Doch für eine länger anhaltende Zufriedenheit bringt es mehr, wenn du anderen etwas Gutes tust. Deshalb ließ das Gott schon vor 1000 Jahren niederschreiben in der Bibel. Sich selbst tut der Mildtätige gut. Vielleicht denkst du jetzt, dass du ja nicht immer nur anderen geben kannst. Und da gebe ich dir völlig recht. Doch ich bin sicher, dass du Dinge aufzählen kannst, wo du auch von anderen profitiert hast. Und ganz sicher kannst du vieles aufzählen, was dir von Gott geschenkt wurde. Zum Beispiel das Leben überhaupt. Oder deine Gesundheit, ein feines Essen, schönes Wetter und noch vieles mehr. Thank you.